Hallihallo, Kase wieder hier. So, wir sind im Shakatu-Territorium angekommen, wo wir die Valencia-Quest weitermachen werden und gleichzeitig die 1000 Agris-Fieberpunkte verbrennen werden und vielleicht sogar auch noch die Season-Quest machen von der stärkeren Tovala-Ausrüstung. Das werden wahrscheinlich wieder 5000 Monster oder sowas sein. In dem Fall Garas-Banditen, die ich da annehme. Ja, wir sollen hier den höchsten Punkt mal aufsuchen, um mit Shakatu zu reden. Machen wir mal, ne? Gleichzeitig habe ich ja immer noch auf der Liste, mal zu gucken, was für Outfits wir jetzt geschenkt bekommen haben. Vielleicht ist da ja das ein oder andere Gute dabei von den anderen Quests. Oh, Nova ist erschienen. You can get anything the world has to offer here with money. So weit sind wir nun auch When wieder I'm not nicht davon present, weg. look for my right hand, Taftar, a very competent friend. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten lieber die Agris-Fieber-Quests hin fertig bekommen. We always need a capable person at our merchant's guild. Money? I have earned a fortune. But I believe there is something more important than mere money. You can get anything the world has to offer. So, jetzt zum Banditenversteck. Also Nova wäre hier in der Wüste. Und den Weg, den könnten wir sogar noch in den Minuten schaffen, in dem Nova noch da ist. Aber zum einen würden wir wieder einen Haufen an EP-Fortschritt verlieren. Und zum anderen weiß ich nicht, ob es der Loot im Moment halt wieder wettmacht. Wow, Geistesenergie. Wir haben auf jeden Fall gerade etwas bekommen, um die Schwarzsternausrüstung zu bauen. Wow. Okay, ich bleib hier. Also das war so ein Drop, der 0,00 irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit hat. Und das erleichtert mir auch gerade die Fragestellung, was ich nach der Season machen werde, weil nämlich da werde ich wahrscheinlich vielleicht mit der Drakania sogar weiterspielen. Vielleicht gehen wir dann auch auf die Schwachsternausrüstung.
Da unten ist nebenbei bemerkt ein Würfel fertig. Den hole ich einfach mal ab. Dann nehme ich auch gleichzeitig die Quest an. Wöchentlich Gasbanditen. Wenn ich jetzt weiß, wo sie sind. Spezialvorschläge. Muss ich wahrscheinlich über O nehmen. Och, Menno. Okay. In Sicherheitszone wiederbeleben. Hier sind auf jeden Fall genug Gegner. Dann werden wir oben auf dem Berg wiederbelebt zu 90%. Genau. Ist denn jetzt hier die wöchentliche? Mit der Wiederholung, ne? Stärkere Tuvala-Ausrüstung, Banditenorden, automatische Wegfindung und dahin. Also diese Wegfindung ist manchmal sowas von intelligent. Und ja, das habe ich gerade extra falsch gesagt. So, hier drunter ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja, ich weiß, unsere Wegfindung hat mal wieder einen anderen Pfad für uns vorgesehen. Is great. Fünfhundert. Ja, davon nehmen wir mal einen mit. Dann hier mit. Don't talk to me. Go away now. Versprechen. Banditenorden. If you keep talking, I'll get caught. Oh. Die nehmen wir auch noch mit. I'm on infiltration duty. I can't be... Und jetzt können wir hier ein bisschen aufräumen. Also der Manichstein, der bringt schon mal 500 von den Zielen hier. Das heißt, wir bekommen hier 10 mal den kleinen Manichstein voll.
Also den großen. Außerdem sollte ich eine von den Stufenaufstiegskisten, sobald ich es dann kann, gleich öffnen. Einfach nur, weil wir hier ein bisschen Zeit verbringen werden. Zentralmarkt öffnen, das hier hin, das dahin. Die hier dahin. Habe ich noch Marktmärkte. Jetzt wieder Inventar. Das hier runter. Das hier auf jeden Fall behalten. Die Tränke hier wieder weg. Den Manni-Stein, der läuft automatisch voll. Und das waren auch gleich schon die ersten 500 Agnes-Fieberpunkte. Ist eine Belohnung fertig.
haben wir auch gleich die ersten 1000 Stück von den Agris-Fieberpunkten. Da ist ein Schatten von Gas drin. Ist ein etwas schwererer Gegner. Gibt dafür ein bisschen was Loot.